So, für den heutigen Vortrag will ich euch alle jetzt bitten, dass ihr euch so vorstellt, ihr seid frisch aus der Uni, ihr habt euer Ingenieurstudium jetzt hinter euch und als frisch gebackener Ingenieur habt ihr alle den Traum, ihr wollt stinkreich werden mit einem Patent, ihr wollt eine neue Erfindung haben. Und die neue Erfindung soll natürlich nachhaltig sein, sie soll etwas sein, was nützlich ist und ihr wollt auch natürlich irgendwas hinkriegen, woran Leute davor noch nie gedacht haben. Also ihr wollt etwas Neues schaffen. Und während eurer Reise nach einer eigenen Erfindung wird es so sein, dass ihr euch die Thermoakustik ein bisschen näher anschauen werdet und versuchen werdet, in diesem Gebiet eine Sache, eine Maschine selber zusammenzubauen. Genau, und die Thermoakustik, das hört sich schon ziemlich exotisch an. Also, was soll das heißen? Thermoakustik, Wärmelehre und gleichzeitig geht es dann noch um Sounds? Und die Thermoakustik, die hast du nicht einfach so kennengelernt. Das hat euch ein Freund gezeigt, nämlich ein Experiment. Nach diesem Experiment, da schaut ihr euch noch einmal ein bisschen an, was genau muss ich da wissen, welches Vorwissen brauche ich, um die Thermoakustik wirklich verstehen zu können. Anschließend werdet ihr die Experimente, die wir haben, erklären und dann werde ich schon unseren ersten Versuch wagen, mit der Thermoakustik einen Motor zu bauen. Wenn wir das fertig haben, war es dann so, dass ihr euch noch eine zweite Idee überlegt habt, was kann man mit der Thermoakustik machen und dafür werden wir ein thermoakustisches Kühlungssystem zusammenbauen. Anschließend werden wir uns noch einmal die Quellen von diesem Vortrag anschauen und ich werde Fragen beantworten, falls es welche gibt. Genau, und wir werden uns heute zwei Experimente anschauen. Für das erste haben wir einfach ein Rohr, da drin ist ein Maschendraht drin und dieses Maschendraht wird erhitzt. Das zweite Experiment, dafür werden wir uns kein Video anschauen, aber wir werden es trotzdem erklären können. Da haben wir einfach ein Reagenzglas, da ist ein bisschen Stahlwolle drin, das umgewickelt wird mit einem nassen Lappen und die Stahlwolle wird wieder mit einem Bunsenbrenner erhitzt. So, und das erste Experiment mit dem Rohr, das das Maschendraht drin hat, werden wir uns jetzt anschauen und werden sehen, was währenddessen passiert. What you do is you take one end of it, put it over the flame, be able to hear a little bit of noise, and then pull it away, producing a very loud sound. Genau, das heißt, die Person hat jetzt das Rohr genommen, das Maschendraht innen drin wurde erhitzt. Jetzt, wo er das Rohr vom Feuer wegnimmt, konnte man auf einmal einen Sound hören. Und da fragt man sich natürlich, warum hört man jetzt einen Sound? So, du erhitzt etwas und auf einmal hört man irgendeinen Ton. Wie kommt es überhaupt dazu? Und um das erklären zu können, musst du dich natürlich an deine Universitätsjahre zurück erinnern, denn damals habt ihr natürlich auch die Akustik behandelt. Was genau gibt es denn dazu noch? Woran könnt ihr euch noch erinnern? Also, ich glaube, weiß jemand so, was ein Ton so ungefähr ist? So eine Idee. Die meisten sagen dann immer, das ist eine Welle. Also, dass ein Ton eine Welle ist. Und je nachdem, welche Frequenz die Welle hat, ist es ein hoher Ton oder ein tiefer Ton. Das heißt, mit einer hohen Frequenz hast du einen hohen Ton, mit einem tiefen Ton hast du einen tiefen Ton. Genau. Und je nachdem, wie groß die Welle ist, also wie groß die Amplitude dieser Welle ist, ist es dann auch ein leiser Ton mit einer kleinen Amplitude oder ein lauter Ton mit einer großen Amplitude. Und jetzt wissen wir, wie genau so eine Welle funktioniert, dass auch Sound eine Welle ist, aber es gibt auch mehrere Arten von Wellen. Es gibt nämlich eine Longitudinalwelle und eine Transversalwelle. Jetzt schauen wir uns erstmal die Transversalwelle an. Das ist die unten rechts. Bei der Transversalwelle ist es so, dass wir eine Ausbreitungsrichtung haben und gleichzeitig haben wir eine Schwingungsrichtung der Welle. Hier sehen wir stellen uns jetzt vor, dass die Welle von links nach rechts sich bewegt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Welle nach oben oder nach unten geht. Und weil wir jetzt nach rechts bewegen, die Ausbreitungsrichtung aber nach oben oder nach unten ist, ist die Ausbreitungsrichtung senkrecht zu der Richtungsbewegung der Welle. Bei der Longitudinalwelle ist es jetzt aber anders. Es bewegt sich wieder von links nach rechts. Gleichzeitig sehen wir aber, dass wir nicht Ausschwenkungen nach oben oder nach unten haben, sondern wir haben Ausschwenkungen, die wieder von links nach rechts gehen. Das heißt, die Wellenrichtung und die Ausbreitungsrichtung sind hier gleich. So, und was genau ist jetzt ein Ton? Bei einem Ton ist es so, dass Ton eigentlich durch Luft entsteht. Und wenn ich jetzt in meine Hände klatsche, dann ist es so, wir haben hier ganz viele Luftmoleküle zwischen meinen Händen. Ich presse jetzt meine Hand zusammen, das heißt, die Luftmoleküle innen drin werden auch zusammengepresst, der Druck erhöht sich und jetzt, wo ich zusammenklatsche, entweicht die Luft, die jetzt zusammengedrückt ist, also wo der Druck hoch ist, nach oben und breitet sich im Raum aus. Und der Luft, also diese Luft, die ist ja zusammengepresst, die breitet sich daraus,
wo es dann halt von der Hand entflieht. Das heißt, die breitet sich jetzt zum Beispiel nach oben aus und jetzt mit einem großen Druck, also zusammengepresst. Wenn man sich jetzt beides anschaut, was erinnert mehr an so eine Art zusammengepresste Luft, die sich durch den Raum verbreitet? Ich glaube, die meisten wissen schon die Antwort, das ist natürlich die Longitudinalwelle. Also wir haben hier die zusammengepresste Luft und die zusammengepresste Luft geht nach rechts, breitet sich da aus. Das heißt, bei der Luft handelt es sich um eine Longitudinalwelle. Das wird später noch einmal wichtig sein, denn jetzt haben wir erstmal herausgefunden, dass ein Ton eigentlich eine zeitlich-periodische Druckveränderung bei der Luft ist. Und wir wissen auch, dass die Luft sich mit der Schallgeschwindigkeit bewegt und wir erinnern uns, das haben wir nicht nur in der Uni gelernt, sondern schon in der 9. Klasse, dass die Schallgeschwindigkeit gleich Lambda mal die Frequenz ist und Lambda ist dabei einfach nur die Wellenlänge. Genau. Und jetzt wollen wir auch schauen, so was passiert jetzt eigentlich in einem Luftzylinder, ein Zylinder, der jetzt benutzt wurde beim Experiment, weil wir wissen jetzt, was Luft macht, aber was macht jetzt Luft in diesem Experiment? Dafür habe ich diese Animation, das zeigt einfach, wie sich der Druck innerhalb des Zylinders ändert. Also hier ändert er sich besonders viel, hier besonders wenig. Und wenn wir uns das Gleiche noch einmal mit Luftmolekülen anschauen, dann sehen wir, die Luftmoleküle bewegen sich innerhalb des Zylinders, hier bewegen sie sich sehr wenig, hier auch sehr wenig, aber in der Mitte bewegen sie sich besonders viel. Gleichzeitig ist es so, dass wenn es jetzt nach links geht, hier ist jetzt der Druck sehr hoch, jetzt ist er sehr niedrig, jetzt ist er wieder hoch, jetzt ist er wieder sehr niedrig. Wir haben also wieder eine zeitlich-periodische Veränderung des Drucks. Und genau, jetzt ist es so, dass wir halt das nicht nur in einer Frequenz haben können, sondern in zwei Frequenzen, indem wir einfach das verdoppeln. Wir können es auch in drei Frequenzen machen, so sieht es dann auch bei der Luft aus. Aber es darf nur eine ganz bestimmte Frequenz sein. Denn wenn ihr euch das anschaut, das ist ja eigentlich nur eine halbe Welle, die wir hier haben. Bei einer Welle wären ja alle Zustände da einmal durchgegangen. Das heißt, wir haben hier einmal alle Zustände oben. Die gleichen Zustände brauchen wir noch einmal unten. Das heißt, es würde hier nochmal weitergehen. Das heißt, innerhalb dieses Gefäßes wird nur eine halbe Welle durchgegangen. Und diese halbe Welle ist dann die Eigenfrequenz des Zylinders. Und in dieser Frequenz resoniert es. Und dafür würde ich einmal kurz Fadi nach vorne bitten. Der wird euch einmal die Eigenfrequenz jetzt bei zwei Flaschen vorstellen. Einmal eine leere Flasche und jetzt einmal eine halbvolle Flasche. Und da hören wir, dass sich auch je nachdem, wie voll die Flasche ist, also je nachdem, wie viel Platz da auch da ist, die Frequenz ändert. Warum? Wenn wir uns nochmal die Formel anschauen, V bleibt gleich, die Wellenlänge wird kleiner, wenn da weniger Platz ist. Und weil V gleich bleibt und die Wellenlänge kleiner wird, muss natürlich die Frequenz höher werden. Wenn die Wellenlänge größer wird, weil wir mehr Platz haben und V gleich bleiben muss, dann wird natürlich die Frequenz kleiner. Und um jetzt auch noch zu beweisen, dass wir hier nur eine halbe Welle haben, schauen wir uns nochmal an. Also hier haben wir F ist gleich V durch Lambda. Und jetzt ist es so, dass Lambda 2L ist, weil eine ganze Welle nur kommt, wenn wir hier einmal das Doppelte des Zylinders durchgehen. Das heißt, für die Eigenresonanz eines geschlossenen Zylinders haben wir dann diese Formel, F ist gleich nv durch 2l. Warum das n? Weil wir natürlich alles noch einmal verdoppeln können, wenn wir das eine Oktave höher haben. So sieht es dann halt aus für einen Zylinder. Natürlich gibt es auch Zylinder, die nur auf einer Seite geschlossen sind. Da ist es dann so, dass es nur ein Viertel ist. Kann man sich so merken, ich möchte es jetzt nicht so genau erklären. Aber wenn wir jetzt hier unser Experiment haben, kann ich es dann erklären, wie es jetzt hier funktioniert. Also wir haben jetzt einmal ein Maschendraht, das ist erhitzt und das erhitzt die Luftmoleküle drumherum. Die Luftmoleküle sind jetzt heiß um das Maschendraht herum, die brauchen mehr Platz, die schieben also die Moleküle, die um die heiße Luft herum sind, nach außen und packen die sozusagen ein bisschen zusammen. Das heißt, hier haben wir einen hohen Druck, hier haben wir einen hohen Druck, hier haben wir einen niedrigen Druck, weil die echt viel Platz brauchen. Gleichzeitig haben wir einen Konvektionsstrom, das heißt, die heiße Luft, die möchte nach oben fließen, nach oben strömen, Entschuldigung. Und weil die heiße Luft jetzt nach oben strömt, ist es so, dass sie diese Luft da drüber einfach sozusagen hinterherjagt. Gleichzeitig ist es so, dass dann wieder kalte Luft von unten reinströmt und diese Luft dann hier, die wird dann wieder erwärmt und der ganze Prozess wiederholt sich. Das heißt, wir haben eine zeitlich-periodische Druckveränderung, weil eben diese heiße Luft die Luft darüber zusammendrückt. Und jetzt ist auch die Sache, dass dieser Ton nur kommt, wenn wir wirklich das Rohr von der Flamme wegnehmen, weil wenn das Rohr noch über der Flamme ist, dann wird die Luft hier immer noch erhitzt. Das heißt, der dritte Schritt kann nicht erfüllt werden, weil halt immer heiße Luft wieder unten reinkommt und nicht kalte Luft. Gleichzeitig, wenn ich das Rohr jetzt nach waagerecht stelle, dann ist es auch so, dass wir keinen
Ton haben, weil wir keinen Konvektionsstrom haben können. Aber beim zweiten Experiment ist es so, dass wir trotzdem Ton kriegen, auch wenn es waagerecht ist. Und der Grund dafür ist, dass wir jetzt einmal die Stahlwolle erwärmen, es aber gleichzeitig abkühlen mit einem nassen Lappen. Das heißt, hier ist es besonders heiß, hier ist es ein bisschen kälter. Hier wird die Luft erwärmt, die breitet sich aus, kommt dann zum kalten Bereich, wird dann wieder kalt, zieht sich zusammen, kommt wieder zum heißen Bereich, kommt dann wieder zum kalten Bereich. Das geht einfach ganz halt hin und zurück. Und während es heiß ist, schubst es sozusagen die Luft dahinter wieder zusammen. Wir haben dann wieder einen Druck. Und dann haben wir eine zeitlich-periodische Druckveränderung. Und jetzt fragt man sich so, ja super, jetzt weiß ich, dass ich einen Ton kriege, wenn ich ein Reagenzglas erhitze, wenn ich ein Maschendraht erhitze. So, was bringt es mir jetzt? Ich möchte stinkreich werden, ich möchte ein Patent haben. So, und man kann natürlich etwas damit machen, weil diese Druck kann man auch benutzen. Genau, und da haben wir einen Stirling-Motor. Denn dieser Druck, der schiebt sozusagen einen Kolben weg, den wir dann hier anbauen. Und diesen Kolben können wir dann hier einfach an eine Disk ranmachen. Und das würde dann ungefähr so aussehen, wenn das Video abspielen würde. Genau. Und dann haben wir hier schon einen Stirling-Motor. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, werde ich noch einmal schnell durchlauf den Rest der Thermoakustik durchgehen. Denn jetzt wird es besonders krass. Wir haben jetzt mit einem Hitze haben wir einen Ton erstellt. Jetzt gehen wir den anderen Weg. Jetzt werden wir mit Ton Hitze sozusagen herstellen. Und dafür haben wir dieses Experiment. Also da gehe ich einfach mal durch, weil wir nicht so viel Zeit haben. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn wir einen Ton in der Eigenfrequenz eines Gefäßes abspielen, dass an den Enden des Zylinders, an dieses Gefäßes, der Druck besonders hoch ist. Und dort, wo der Druck besonders hoch ist, wird es heiß. Dafür habe ich als Beispiel eine Feuerpumpe genommen. Wenn man die jetzt zusammenpresst, ist es so, dass sich der Druck erhöht, weil die Luft zusammengepresst wird. Und dann erhitzt sich ein Stück Baumwolle hier. Das wird dann sozusagen angezündet. Und jetzt kommt irgendwie alles zusammen. Wir können mit einem Ton den Druck verändern. Und mit Druck können wir Hitze erzeugen. Das heißt, mit einem Ton können wir auch praktisch Hitze erzeugen. Mit einem Ton können wir Hitze erzeugen. Und das wird im thermoakustischen Kühlungssystem benutzt. Das heißt, obwohl wir Hitze erzeugen, können wir damit kühlen. Denn die Sache ist jetzt, wenn wir so ein System haben, ist es so, dass es hier besonders heiß ist. Und wenn wir jetzt einen Wärmeleiter benutzen, der nicht gut Wärme leitet, wie zum Beispiel Plastik, dann ist es oben heiß, wo es heiß ist, aber unten ist es noch relativ kalt. Gleichzeitig ist es dann so, dass wir dann so ein Stück Kupfer ranmachen können, sodass dann Wärme weggeht. Und dann ist die Idee, die Luft geht nach oben, erwärmt sich, wir ziehen ein bisschen Energie ab, das heißt, die geht ein bisschen kälter zurück. Und das macht es immer und immer wieder und dadurch wird es immer kälter. Und das Spiel können wir dann auch natürlich auf zwei Seiten machen, weil es wird nicht nur hier heiß, sondern auch unten. Und dann können wir es auch so machen, dass wir beide Wärmeleiter miteinander verbinden. Dann wird eins besonders kalt und das andere wird besonders heiß. Wir können es dann hier wieder abgrenzen und da haben wir hier einen besonders kalten Bereich. Und damit können wir zum Beispiel Wärmedifferenzen von über 20 Grad erzielen. So, und das können wir dann wieder mit einem Kupferdraht verbinden, so dass dann halt wieder Wärme abgeleitet wird. Und zum Schluss möchte ich euch noch etwas Krasses zeigen. Denn wir haben jetzt besprochen, wie man mit Hitze einen Ton erzeugen kann oder wie man mit einem Ton etwas kühlen kann. Und mit der Thermoakustik kann man jetzt, weil man mit Hitze einen Ton erstellen kann und mit Ton etwas kühlen kann, mit Hitze etwas kühlen. Und das wird bei thermoakustischen Kühlungssystemen benutzt. Du erhitzt es und das da drin kühlt sich. Und solche Kühlungssysteme gibt es schon, also ein paar gibt es schon. Das heißt, leider könnt ihr damit kein Patent erstellen. Die werden zum Beispiel auch bei der ISS benutzt, also mit der STS-42 wurde es dann nach oben geschickt, wird dann bei den Astronauten benutzt. Warum? Dieses Kühlungssystem hat einfach den Vorteil, es gibt keine beweglichen Teile. Du musst es einfach erhitzen und dann kühlt es sich da drin. Weil es keine beweglichen Teile hat, ist es einfach besonders haltbar. Es ist nicht praktisch unzerstörbar, aber es ist sehr, sehr lange haltbar und wird sehr schlecht. Genau. Und dafür habe ich dann diese Bilder und Videoquellen benutzt. Und hier bei den Informationsquellen kann ich noch einmal empfehlen, also das sind die, die ich benutzt habe, aber am besten war natürlich Physik Kosmos. Es gibt dann auch hier ein, zwei Studien, also von der FAS. Und
Dann von der TU gibt es noch weiterführende Quellen, denn Thermoakustik wird natürlich auch im Mikrofon benutzt. Es wird auch zur Flamminstabilität benutzt, also um zu schauen, wie stabil ist jetzt eine Flamme, um zu schauen, wie sicher jetzt eine Flamme zum Beispiel in Autos oder in Raketen ist, was auch ziemlich krass ist natürlich. Genau, und hier ist natürlich ein sehr schönes Video zur Thermoakustik, das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr Zeit habt. Und genau, das sind dann weiterführende Quellen, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Spaß habt. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an unsere Geschichte, es ist natürlich so, ihr habt jetzt viel erfunden, ihr habt jetzt zwei Experimente gemacht, habt so zwei Prototypen erstellt. Die gab es natürlich schon, aber ich bin mir sicher, die Thermoakustik ist so spannend und ihr habt inzwischen schon so viel darüber gelernt, dass wenn ihr zu Hause kommt, ihr gleich ein neues Experiment machen werdet und gleich etwas Neues erfinden werdet, dass es also kein Rückschlag ist. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war mein Vortrag.